Hallo und herzlich willkommen zum neunten Teil Let's Play Path of Exile. Jetzt wird's gnadenlos. Ja, ich habe ein bisschen Pause gehabt in der Videoproduktion hier von der Reihe. Das liegt daran, dass ich zum einen tatsächlich ein wenig weniger gespielt habe, zum anderen habe ich vor allen Dingen gegrindet in der Zwischenzeit. Und ich wollte euch auf jeden Fall jetzt als allererstes mal was zeigen. Und zwar das, was ich im Crafting-Video angesprochen habe. Ich nehme jetzt mal von jedem Slot hier einen Rare-Gegenstand ins Inventar. Nicht ins Inventar. Da habe ich es schon ins Verkaufsfenster. Und dann sehen wir, da kriegen wir also tatsächlich einen Chaos-Orb für. Jetzt nehme ich mal exemplarisch eine Sache raus. Und ja, ich denke mal, man kann ganz gut sehen, das ist, sieht zwar auf den ersten Blick eine ganze Menge aus, was wir kriegen würden, ist aber alles weniger wert, deutlich weniger wert als ein Chaos-Orb. Und deswegen ist dieses Rezept auf jeden Fall beachtenswert und kann ich wirklich nur ans Herz legen, das zu benutzen. Das würde noch effektiver sein, wenn wir die Gegenstände alle auf 20% Qualität hätten, zumindest die Qualität haben können. Dann würden wir sogar zwei Chaos-Orbs bekommen. Ich habe das jetzt mal nicht nachgerechnet, aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, könnte es sogar tatsächlich fast noch effektiv sein, wenn man die jetzt nachträglich noch mit wie heißen die? Armor Scraps? Ich glaube schon. Auf Qualität 20 bringt. Ich glaube, dass. Ich bin mir etwas unschlüssig. Das wären 20, 40, 60, 80, 100 von den Dingern, wenn wir vorher gar nichts an Qualität haben. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ich glaube, 100 von den Armor Scraps sind definitiv noch kein Chaos Orb wert. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ich mach's erstmal so. Jetzt habe ich also wieder ein bisschen Platz im Inventar. Jetzt muss ein bisschen. Gut. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal in Aktion zeigen. Weil das Rezept ist auf jeden Fall es wert, behalten zu werden. Ja, dann gibt es noch ein bisschen was über meinen Baum zu erzählen. Über meinen Skill Tree. Jetzt habe ich es aber. Ja, ich habe ein bisschen was verbessert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau mehr, was es im Einzelnen war. Ich meine mich zu entsinnen, also auf jeden Fall die beiden hier, die habe ich mir geholt. Diamond Skin und Heart of the Gladiator. Und das hier oben, Mind and Matter. Ich glaube, das waren die Punkte, die ihr nicht gesehen habt, die ich vergeben habe. Das lag vor allen Dingen daran, dass ich die jetzt direkt schon vergeben habe und nicht auf euch gewartet habe, weil ich die Resistenzen ganz dringend brauchte, um entspannter grinden zu können. Die Lebenspunkte habe ich dann auch gerne mitgenommen. Ja, jetzt habe ich gerade einen Skillpunkt noch übrig. Und ich überlege die ganze Zeit schon, wohin ich jetzt weitergehe. Also interessant sind auf jeden Fall diese Punkte hier, Lebenspunkte. Da oben haben wir noch mehr Lebenspunkte, wobei der hier auch herausragend gut ist, mit 16% Increase. Die anderen haben alle mal so 6%, das heißt 16 ist schon eine Ansage. Dann gäbe es hier auch noch ein paar nette Passivsachen für unsere Axt. Also hier zweimal Schaden und zweimal mit Angriffsgeschwindigkeit, zweimal nur Schaden. Ja, und einmal diesen herausragenden noch, 32% Increase Physical Damage. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, hier so lang zu gehen und das mitzunehmen, die hier mitzunehmen, da oben das mitzunehmen. Das werde ich auch tun. Die Frage ist nur, wie ich jetzt dahin gehe am effektivsten. Ich könnte jetzt hier oben lang gehen oder ich könnte hier unten lang gehen. Hier unten kostet mich das auf jeden Fall eine Intelligenz, also kostet mich das einen Punkt mehr, den ich hier ausgeben muss. Also hier wäre ich in zweien da, hier brauche ich drei Stück. Wenn ich jetzt, ja doch, ich glaube, es ist so oder so effektiver. Die Frage ist, ob ich eventuell den Punkt noch mitnehmen möchte. 10% Increased Elemental Damage ist auf jeden Fall nicht so übel. Und die Intelligenz, ich habe jetzt nicht ganz, wie wären es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 60 Punkte Intelligenz, die wir noch dazu kriegen würden. Ja, ich überlege mir das nochmal in Ruhe. Ich wollte euch nur mal an den Gedankengängen teilhaben, die ich jetzt gerade habe, warum ich jetzt den Punkt noch nicht vergeben habe und wo ich so gerne noch hin möchte.
Das wollte ich als Vorrede noch eben machen. Dann können wir jetzt weitermachen im Fortschritt. Ich habe nämlich festgestellt, eigentlich bin jetzt also Level 70, habe ich noch nicht erwähnt. Und ja, ich habe also so viele Maps mittlerweile gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich sollte auf jeden Fall jetzt gucken, dass ich die auch möglichst zügig benutzen kann. Weil das Gebiet, in dem ich level, hat ja Level 67, die Maps haben Level 66, also wäre es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn ich jetzt My zügig spirit mit is den Maps spent. anfangen könnte. Damit ich auch möglichst viel noch da rausholen kann. Davon ab fühle ich mich gerade eigentlich auch stark genug hier, das weitere Spiel anzugehen. Ich könnte gleich mal, wenn ich Zeit habe. Der wäre schon umgefallen. Jetzt aber. Gucke ich mir mal eben schnell meine Resistenzen an. Ja, jetzt bin ich also wirklich auch in einem Resistenzbereich, der durchaus akzeptabel ist. 61 Feuerresistenz, 75 Kälte und 49 Blitz. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich für Merciless. Auf lange Sicht gesehen sollten die Resistenzen alle dann mindestens 75 haben. Ich habe dann noch so einen Passivpunkt im Baum, den ich erreichen könnte. Dann könnte ich sogar bis, was sind das dann, 77 hochkommen. Das ist der Ausgang. Und das sollte man auf jeden Fall langfristig schon anstreben. Also wenn man dann wirklich ins richtige Map-Business einsteigen will und dann das Endgame richtig rocken, dann müssen die Resistenzen einfach capped sein, um mal den Fachbegriff zu nennen. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt hier so schlage. Doch ziemlich easy. Ich habe hier auch nicht so wahnsinnig viel zu befürchten, weil ich keinen Blitzschaden austeile. Das ist wieder das leidige Thema Lightning Fawns. Die sind wohl relativ gefürchtet. Bis jetzt gerade habe ich sie auch noch nicht in Aktion gesehen, aber für mich sind sie sowieso uninteressant. Doch ein ziemlich dicker Haufen. Aber selbst da. Und die haben auch noch eine verstärkte physische Schadensaura dabei gehabt. Also wenn die mir jetzt nicht ernsthaft gefährlich werden konnten, dann habe ich in dem Level hier wahrscheinlich nichts zu befürchten. Ja, für die Gegner hier ist mein Schaden einfach auch exorbitant gut gerade. Immer dran denken, dass wir ja schon in Merciless sind. Da ist das schon für mich selber durchaus beeindruckend, wie gut wir hier zurechtkommen. Ja, noch zum Ziel meines heutigen Videos. Ich habe jetzt dummerweise eine ganze Menge Zeit verquatscht vorhin. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen knackiger vorgestellt, aber das hat sich dann doch ein bisschen gezogen, glaube ich. Und eigentlich hatte ich vor, mich um den Solaris-Tempel zu kümmern. Ich hoffe, das passt jetzt alles noch so in meinen Zeitplan. Deswegen wäre ich mal wieder. Ach, da oben war es doch schon. Auch dankbar, wenn jetzt der Weg, die Weggötter mitspielen und mich einigermaßen zügig die Ausgänge finden lassen. Deswegen kürze ich jetzt hier auch mal ein bisschen ab und lasse die Gegner da Gegner sein. It seems there's glory in the old empire yet. So, dann wird es heute wieder besinnlich, auch von der Musik her.
Ich finde, das hat durchaus was Beruhigendes hier. Ja, glaube ich, auch müßig zu sagen, dass man hier offensichtlich auch Feuerresistenzen gut gebrauchen kann in dem Gebiet. Ich glaube, das sieht man jetzt auf den ersten Blick, dass es hier ziemlich heiß werden kann. Aber auch hier ist mein erster Eindruck, dass wir gut gerüstet sind. Das spielt sich gerade doch relativ zügig. Jetzt hätte ich fast einen Orb of Fusing übersehen. Ja, die Statuen kippen erfreulich schnell um. Ja, ein großer Vorteil, das habe ich in der laufenden Serie noch gar nicht erwähnt, das sagte ich mal in meinem Video über das Grinding in den Katakomben, dass ich jetzt im Moment, weil ich den Ring gewechselt habe, die Informationen bin ich euch auch noch schuldig, das zeige ich euch nochmal eben ganz schnell. Hier, den Ring, den ich gecraftet habe, den habe ich jetzt dann tatsächlich angezogen. Die Schadenssteigerung ist doch ziemlich markant, das merkt man also doch deutlich. Und ja, auch ansonsten ist der Ring wirklich sehr gut. Also die Resistenzen, 11 zu allen und nochmal 35 extra zur Kälte. Die haben mir also auch deutlich weitergeholfen. Ein paar Lebenspunkte sind da auch noch drauf. Für einen Ring sogar nah am Maximum. 79 wäre das Maximum, da ist 61 schon ganz okay. Das heißt, dieser Ring ist eigentlich ein rundum sorglos Paket und ein wirklich guter Ring. Das einzige Problem ist, dass ich meinen Mana Leech dadurch eingebüßt habe und deswegen häufiger mal, wenn ich nicht dran denke, meinen Warlocks Mark zu sprechen, dass ich dann doch schon mal häufiger in Mana Not komme. Das ist so ein kleiner Nachteil davon, ist aber nicht so schlimm, weil es mich zwingt, dann den Warlocks Mark wirklich regelmäßiger zu benutzen. Was dann dazu führt, dass ich auch meine Endurance Charges mal vernünftig ausnutzen kann. Da haben wir jetzt gerade mal einen. Und ja, insgesamt hat das den Charakter auch nochmal deutlich sicherer gemacht. Ich habe also festgestellt, wenn man das wirklich dann auch benutzt und nicht einfach nur so immer im Hintergrund schlummern lässt, dann haben wir doch noch gerade in der Defensive einiges mehr zu bieten, als ich so am Anfang mal dachte. Das ist jetzt gerade doch mal ein bisschen übel hier. Aber auch das haben wir dann ganz gut gemeistert. Wollte ich eigentlich den Ring kurz aufheben, habe dann aber im letzten Moment gesehen, dass er doch nur 20 Lebenspunkte liefert. Dann kann ich ihn auch genauso gut liegen lassen. Ansonsten halte ich natürlich immer wieder nach den Sachen Ausschau hier auch, die ich auch in meinem Crafting-Video erwähnt habe. Ich werde jetzt nicht nur mal im Einzelnen das auflisten, was ich jetzt so aufheben möchte. Ich denke mal, das meiste davon ist eh bekannt und ansonsten könnt ihr in einem anderen Video nochmal nachgucken. Und ich glaube, ich halte mich jetzt hier auch nicht mit einzelnen Gegnern zu lange auf. Ich suche jetzt lieber schnell nach dem Ausgang. Wenn ich jetzt gerade hier so eine Gruppe reinstolper, dann wird die natürlich umgehauen. Ansonsten bin ich gerade doch eher an schnellem Fortschritt interessiert. Die Gegner sind keine echte Herausforderung. Die Chance, dass sie jetzt was fallen lassen, ist auch nicht so besonders gut.
Wobei, nee, das kann man so auch nicht sagen. Also, sie können natürlich genauso wahrscheinlich was fallen lassen, wie die anderen Gegner, die ich sonst auch bereise. Aber irgendwie habe ich mich gerade ganz übel verlaufen. War ich hier wirklich fertig? In der Tat. Aber die Erfahrungspunkte sind einfach nicht so berauschend. Und hier ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das Gebiet ist nicht so wirklich zum Leveln, finde ich. Also. Ist so eine persönliche Geschmackssache. Ich bin mal ganz froh, wenn ich hier wieder raus bin. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ich diese etwas unübersichtlich finde. Also zum einen funktioniert gerade auf den Karten, finde ich, die Automap überhaupt nicht gut. Und ich tue mich immer sehr schwer damit zu erkennen, wo jetzt hier noch Wege sind, die man gehen kann und wo nicht. Ich finde, da ist gerade hier in diesen Tempelanlagen könnte die Karte doch besser sein. Nee, schade. Da lag so viel auf dem Boden, dass ich dachte, vielleicht wäre was Gutes dabei. So, der zweite Level. Na, hier könnte es schon ein bisschen spannender werden. Blitzresistenz ist auf jeden Fall meine schlechteste. Und wenn die jetzt hier alle mit Blitzen um sich werfen, könnte das doch ein bisschen spannender werden. Na, jetzt zum Glück wieder Feuer. I believe in traveling light. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder keinen Platz mehr? Das finde ich doof. Weil ich irgendwie so ein Schild aufgesammelt habe. Ja, ist auch so ein kleiner Nachteil an dem Vorgehen, was ich jetzt hier praktiziere, dass ich dieses Händlerrezept, was ich euch am Anfang gezeigt habe, mit den Chaos Orbs verstärkt benutzen werde, dass ich meine seltenen Gegenstände, die ich jetzt finde im Spiel, zwischenparken muss. Ist natürlich also immer so ein bisschen Glückssache, dass man dann auch mal so ein Set wieder zusammen hat. Manchmal findet man halt immer nur Rüstung oder immer nur Waffen und bis man dann wieder von allem was zusammen hat, kann das schon mal einen Moment dauern. Und da braucht man dann eventuell schon mal doch ein bisschen mehr Platz in der Truhe, um die Sachen einfach zwischenzulagern. Meine Truhe, obwohl ich jetzt so viele schöne neue Plätze habe, habe ich schon wieder ziemlich zugemüllt. Ich bin echt so ein kleiner Inventar-Messi. Ich ärgere mich da immer selber ziemlich drüber, dass ich das schaffe, jedes Inventar innerhalb kürzester Zeit wieder zuzumüllen. I believe in traveling light. My spirit is spent. Jetzt wird's dann schon wieder eng mit dem Platz. Haben wir noch was, was unnötigerweise aufgesammelt wurde?
Hier können wir auch noch ein bisschen schieben. Dann habe ich mir die Rückkehr in die Stadt nochmal erspart. Beim nächsten seltenen Gegenstand muss ich dann. I believe in traveling light. Na, oder jetzt. Den chromatischen Orb hätte ich nämlich auch gerne. Also gehe ich mal eben schnell in die Stadt und... Ja, beziehungsweise eigentlich gar nicht groß in die Stadt, sondern eigentlich in erster Linie zu meiner Truhe. Dann hoffe ich mal, dass ich irgendwo noch ein Plätzchen frei habe. Ich wollte mal kurz identifizieren. Vielleicht haben wir ja irgendwie sowieso was herausragend Gutes dabei. Was? Nicht so wirklich. Auch nicht wirklich. Da haben wir noch was vergessen. Ja, auch eine eher komische Kombination. Leben und Energieschild ist eher ein Nischending. Gut, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo hier einen Platz finde, um was wegzupacken. Ist auf jeden Fall Platz für die Dinger. Ist das so? Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn heute mit mir los? Verdammt. So, so muss es aber gehen. Ah, kann ich sogar was Größeres noch zwischenlagern. Ah, Mann. Ich bin heute super drauf. Inventarmanagement für Fortgeschrittene, ne? Ja, Schockstack sammeln ist nie gut. Ich meine, das war jetzt nicht super knapp, aber das ist schon markant, dass das auf jeden Fall mehr Schaden war als sonst hier. Schön einstecken. Ein Onyx-Amulett. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich keine Amulette gecraftet habe letzte Mal. Das war nämlich das Hauptproblem, habe ich festgestellt, bei dem Rezept für den Händler. Ringe, Gürtel habe ich jetzt genug zum Verkaufen, aber bei den Amuletten hapert's. Da habe ich wirklich nur noch ein einziges gefunden. Deswegen bin ich ganz froh drum, dass ich jetzt mal wieder eins gefunden habe. Froh wäre ich auch, wenn ich einen Ausgang finden würde.
My spirit is spent. Ja, so ein bisschen nervig ist das schon, dass mir das Mana Leech fehlt. Da wäre ich also schon auch happy, wenn ich es irgendwie schaffen könnte, das irgendwie nochmal auf einem anderen Ring oder so bei meinem nächsten Crafting versuchen nachliefern zu können. Nehmen wir den Jungen hier auch mal mit. Das ist auch eine Sache, die mich durchaus optimistisch stimmt, dass ich gerade gegen so dicke Einzelgegner durchaus besonders effektiv bin. Und das macht mir doch irgendwie Hoffnung, dass ich es mit Piety aufnehmen kann. Das ist das Einzige, wo ich gerade noch so ein bisschen Bammel habe. Zumal ich gestehen muss, dass das auch für mich eine Premiere sein wird. Ich bin bis jetzt auch so weit in Merciless noch nie gewesen. Weil ich bisher immer zu spätestens diesem Zeitpunkt, also ziemlich exakt da, wo ich gerade bin, so knapp um Level 70 und ja so Mitte dritter Akt ungefähr, da hat mich dann meistens immer die Lust an den Charakter verlassen und ich musste irgendwas Neues ausprobieren. Von daher bin ich ganz froh drum, dass ich jetzt so ein bisschen den Zwang verspüre, euch das unbedingt zeigen zu wollen, wie das aussieht, wenn man Piety besiegt und wie man dann in die Maps kommt. Dass ich jetzt endlich mal auch selber den Antrieb finde, das jetzt durchzuziehen. Nebenbei ist das auch ein netter Nebeneffekt von diesem Charakter, dass der mir bis jetzt tatsächlich nicht langweilig geworden ist. Also ich finde, diese Art hier des Vorankämpfens ist immer noch für mich sehr, sehr spaßig. Und das ist für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger, positiver Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte. Dass das einfach für mich zumindest deutlich mehr Spaß macht als diese Zaubercharaktere, die ich bis jetzt hauptsächlich dann in diesen Regionen hatte. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ich jetzt gerade wegen der Waffe auch ein entsprechend gutes Potenzial habe, um hier auch überhaupt gut klarzukommen. Also ich habe auch viele Charaktere gehabt, die dann gerade zu diesem Zeitpunkt des Spiels dann so eine Dürreperiode durchlitten haben und weil die Ausrüstung halt nicht so gut war, sich sehr, sehr schwer getan haben. Und dann wird es also auch, wenn es zu zäh wird, klar, dann verliert man natürlich auch schnell mal die Lust an dem Spiel, beziehungsweise an dem Charakter. Ich habe gerade mal Bock, hier die Jungs auch zu legen. Auf der Suche nach dem Wegpunkt. Das sieht doch sehr gut aus. Dann überlege ich gerade, ob ich mir noch den Wegpunkt eben schnell in den Docks holen soll. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Also dann kann ich direkt ja auch die Quest in Angriff nehmen, da. Ja.
Ja, insgesamt stelle ich wieder fest, dass der Charakter doch auch sehr zügig unterwegs ist. Also ist auf jeden Fall ein dynamisches Spielgefühl. Und man ist also doch irgendwie, kommt da relativ schnell in so einen Fluss rein, dass man sagt, komm, das nächste packen noch. Jetzt mal wieder. Ja, hier auch gerade diese Jungs, da bin ich mal sehr gespannt, wie ich mich gegen die schlage. Auch erstaunlich gut. Das habe ich schon selber auch viel, wesentlich schlimmer erlebt schon. Na, vielleicht hätte ich mit dem Charakter auch durchaus die Docks zwischendurch farmen können. Na, wobei ich merke auch schon wieder, ich glaube, die Docks, die sind immer so ein bisschen prädestiniert für leichte Lag-Anfälle. Das liegt einfach an diesen ganzen kleinen fiesen Ecken, die da überall an den ganzen Gegenständen, beziehungsweise an den ganzen Hindernissen hier sind. Dass wir dann am Ende doch gerne mal vom Programm falsch berechnet werden. Beziehungsweise in dem Fall waren es ja eher die Gegner, die falsch berechnet wurden. Mal übermütig. Stürzen uns mal mitten ins Getümmel. I believe in traveling light. Ja, ich glaube, das ist durchaus bemerkenswert, wie viel wir dann hier doch aushalten. Da habe ich mich dann doch ziemlich getäuscht. Also hätte ich das hätte ich doch anders erwartet. Aber ich will mich nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. My spirit is spent. Ja, ich nebenbei bemerkt, jetzt gerade, eigentlich müsste ich jetzt mir nur noch den Wegpunkt hier besorgen. Verdammt. Aber das Spiel gönnt mir das nicht. Es schmeißt mir immer noch mehr Gegenstände vor die Füße. Ich gehe mal eben schnell die beiden Sachen verkaufen, die mir Chromatic Orbs bringen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich eben die Gelegenheit nutze, wenn ich da bin, dann farme ich noch eben schnell die Docks ab, wo das gerade so schön einfach funktioniert. Ich denke mal, die Zeit werde ich noch eben schnell haben. Dann seht ihr auch mal so einen Dock Run. Hole ich mir natürlich auch noch was sagt. Jetzt habe ich ihn eh aufgehoben. Wollte gerade sagen, wie viele Lebenspunkte hat er denn drauf, der Gürtel? Lohnt sich's, den mitzunehmen? Chaos Orb, das ist doch mal ziemlich cool. Hoffe ich mal, das werde ich dann in Ruhe nochmal überprüfen, mit den ganzen gefundenen Gegenständen, ob ich da jetzt mir wieder das Rezept beim Händler gönnen kann, dass ich wieder ein Chaos Orb von dem bekomme. Das wäre nämlich im Moment gar nicht so übel. Ich brauche dringend ein bisschen mehr Platz wieder. Ja, den Rusty Gesäsch kann ich liegen lassen. 14% Schadenserhöhung ist definitiv zu wenig. Das wäre schade drum, den zu craften.
I believe in traveling light. Stand auch noch ein seltener von den Jungs rum. Unglaublich. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie was verpennt habe, ob da irgendwie was ganz schwer verändert wurde bei irgendeinem Patch oder ob was hier jetzt los ist. Ich bin selber ziemlich fassungslos, dass ich so wenig Probleme habe. 30, der ist also nicht so gut, der kann weg. Bei den Gürteln ziehe ich immer die Linie bei mir bei 35. Ich bin jetzt nicht so fanatisch, dass ich sage, das muss jetzt exakt das Maximum sein. Ich gebe mich auch mit ein bisschen weniger zufrieden. Was machen wir denn jetzt? Muss ich doch nochmal ganz kurz in die Stadt. Ja, ich gelobe, ich werde bis zum nächsten Mal meine Truhe aufräumen, damit ich jetzt nicht ständig hier irgendwie in die Probleme komme. So, die war eh zu schlecht, die kann weg. Ja. Boah, ich bin heute irgendwie... Irgendwie bin ich heute nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht. Mein Kopf will nicht so richtig. Die Rüstung hätte ich auch einfach auf den Boden schmeißen können. Hätte ich mir das jetzt schenken können hier. Na gut. Dann lasse ich den Run jetzt Run sein. Ja, ich habe den Solaris-Tempel wie gewollt abgehandelt. Ich mach mal eben schnell. Ja, dann müssen wir noch zur Battlefront beim nächsten Mal. Dann liefern wir unsere Questbelohnung ab. Und dann geht's hier in der City, in den Slums of Zaan weiter. Dann werden wir uns da um die Wächter kümmern und uns später um das erste Mal um Piety. Und dann denke ich mal, das wird dann so das sein, was im nächsten Teil kommt. Ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich heute irgendwie ein bisschen neben der Spur war. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich sag mal, ihr seid beim nächsten Mal bestimmt auch sowieso wieder mit dabei. Ich hoffe es zumindest. Bis dahin.